Ungläubig schaut Chantal Fields auf einen Zettel an der Tür ihrer Tochter, auf dem geschrieben steht: Wenn Sie Lauren suchen, bitte kontaktieren Sie mich. Eigentlich sollte Lauren ihre Familie an diesem Abend mit einem Weihnachtsessen empfangen. Doch seit 2 Tagen hat niemand etwas von der 23-Jährigen gehört. Und Lauren öffnet nicht, wie erwartet, die Tür. Stattdessen hängt dort nur ein Zettel. Ein Zettel, der symbolisch für das Ende von Chantals altem Leben steht. Ein Leben mit ihrer Tochter und besten Freundin Lauren. Ein Leben, das nun aus Trauer, Wut und einem erbitterlichen Kampf besteht. Der Kampf um Gerechtigkeit. Der Kampf für ihre Tochter. Und der Kampf um die Frage, was wirklich mit Lauren passiert ist. Lauren. Lauren Smith Fields wird am 23. Januar 1998 als einzige Tochter von Chantal Fields und Everett Smith geboren. Zusammen mit ihren Brüdern wächst sie in einem liebevollen Umfeld in Bridgeport, Connecticut auf. Auch im Erwachsenenalter verändert sich nichts an der engen Verbindung, die die Familie hat. Chantal beschreibt ihre Tochter als absolutes Papakind. Für sie selbst ist Lauren wie eine Zwillingsschwester und beste Freundin. Die Familie unternimmt viel zusammen und Lauren und Chantal haben regelmäßig Mutter-Tochter-Tage, an denen sie essen gehen oder sich die Nägel machen lassen. Wenn Chantal lange arbeiten muss, überrascht ihre Tochter sie immer wieder, um Chantal zu entlasten. Sie kocht ihr Abendessen, hat den Haushalt für ihre Mutter gemacht oder ihre Wäsche gewaschen. Schon in der Highschool ist Lauren begeistert und im Leichtathletikteam. Mittlerweile macht sie viel Fitness. Sie achtet auf ihre Gesundheit und Ernährung, ist vegan und führt ein sehr bewusstes Leben. 2021 ist Lauren 23 Jahre alt. Sie lebt in ihrer Wohnung in Bridgeport, jobbt nebenbei und studiert am Community College, um später als Physiotherapeutin zu arbeiten. Sie hat einen großen Freundeskreis, ist beliebt und geht gern mit ihren Freundinnen aus. Sie feiern zusammen, gehen shoppen oder stylen und schminken sich. Sowohl ihre Familie als auch ihr Freundeskreis beschreiben die 23-Jährige als warmherzige, fröhliche junge Frau, die nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrem Humor und ihrer Persönlichkeit jeden in ihrem Umfeld beeindruckt. Auch auf Social Media ist Lauren sehr aktiv. Sie hat einen YouTube-Account, auf dem sie über ihren ersten Kuss spricht oder Stylingstipps gibt, um andere junge schwarze Frauen zu unterstützen. It's Lauren. Okay, so you're back with Lauren, and do you guys like my red hair? I'm vlogging on my phone because I don't have my camera, and I'm gonna sit here and I'm gonna give you guys a, well, I'm gonna dye 2 wigs today. Thanks for watching, and please like, comment, subscribe if you want to see different looks on me. Bye. Auch auf Instagram ist sie aktiv, wo die 23-Jährige Bilder von sich oder ihren Reisen postet, auf die die Studentin lange spart, und auf TikTok veröffentlicht sie Tanzvideos, Challenges mit ihrem Freundeskreis, humorvolle Sketche oder spricht über alltägliche Dinge, die sie beschäftigt, unter anderem auch Zukunftsängste. Like, not even to have a little sob story, like, I'm really about to be 25 in 2 years, like. You know what I imagined for myself at 25 when I was like 12 in a big ass house? Das TikTok-Video hat Lauren am 10.10.2021 hochgeladen, unwissend, dass sie nie ihren 25. Geburtstag feiern wird und nur noch 2 Monate zu leben hat. Das Unvorhersehbare. Eigentlich hat sich Chantal auf den 13. Dezember 2021 gefreut. Lauren hat ihre Familie für ein Weihnachtsessen zu sich nach Hause eingeladen. Doch ihre Mutter ist besorgt, denn sie kann ihre Tochter nicht erreichen. Das letzte Mal hat sie 2 Tage zuvor von Lauren gehört. Auch ihr Bruder war am Abend des 11. Dezember noch einmal kurz bei seiner Schwester.
Sie antwortet nicht auf Nachrichten ihrer Familie und geht bei Anrufen nicht ans Telefon. Selbst als sich die verzweifelten Nachrichten ihrer Mutter häufen, die ihr minütlich schreibt, geht es dir gut und bitte melde dich. Es sieht der 23-Jährigen gar nicht ähnlich, die sonst viel Zeit am Handy verbringt und immer zu erreichen ist. Chantal ist besorgt und fährt zusammen mit ihrem Sohn und Laurens älterem Bruder Lakeem zur Wohnung ihrer Tochter. Eigentlich müsste Lauren zu Hause sein und das Weihnachtsessen vorbereiten. Doch die 23-Jährige öffnet nicht die Tür. Stattdessen hängt an der Tür ein Zettel mit einer Telefonnummer und der Nachricht: Wenn Sie Lauren suchen, bitte kontaktieren Sie mich. Als Chantal die Nummer auf dem Zettel anruft, ist Laurens Vermieter und Nachbar am anderen Ende, der sofort rauskommt zur Familie, denn er muss ihnen etwas persönlich sagen. Lauren ist tot. Unglaublich können Lakeem und Chantal nicht fassen, was der Vermieter ihnen sagt. Warum soll Lauren tot sein? Wenn es wirklich stimmt, warum hat sie niemand kontaktiert? Warum müssen sie diese grausame Nachricht vom Vermieter erfahren? Und was soll überhaupt passiert sein? Laurens Vermieter teilt ihnen mit, dass er vom Tod von Lauren auch nur zufällig erfahren hat, als Polizei und Rettungswagen einen Tag zuvor am Mietshaus waren. Da er die Nummer ihrer Familie nicht hatte, blieb ihm nur die Möglichkeit, einen Zettel an Laurens Haustür zu hängen, in der Hoffnung, dass ihre Familie bald vorbeikommen wird. Außerdem gibt er Chantal und ihrem Sohn die Telefonnummer des involvierten Polizisten Kevin Cronin, der ihnen mehr Antworten zum Tod von Lauren liefern soll. Doch stattdessen kommen nur noch mehr Fragen auf, die bis heute unbeantwortet bleiben. Chantal kann nicht fassen, was ihr gerade mitgeteilt wurde. Lauren's Mutter sagt dazu in einem Interview: Ich geriet in Panik. Ich konnte nur dastehen, wie eingefroren. Ich konnte nicht glauben, was der Vermieter mir sagte, dass mein Baby nicht mehr unter uns sein soll. Ihre Familie steht vor dem Haus ihrer Tochter, in dem sie 2 Tage zuvor noch gelebt hat, in dem sie an diesem Tag gemeinsam ein Weihnachtsessen veranstalten wollten. Und nun soll Lauren plötzlich tot sein? Nichts deutet am Haus der 23-Jährigen darauf hin, dass dort einen Tag zuvor polizeiliche Ermittlungen stattgefunden haben. Weshalb hat niemand ihnen mitgeteilt, dass Lauren gestorben ist? Und wieso soll die gesunde Lauren überhaupt gestorben sein? All die Fragen soll ihnen Detective Kevin Cronin beantworten, den sie noch vor dem Haus von Lauren anrufen. Er teilt der Familie mit, dass Lauren am Abend des 11. Dezember ein Date bei sich hatte. Ein 37-jähriger weißer Mann. Dieser habe Lauren am nächsten Tag tot in ihrem Bett aufgefunden. Ein natürlicher Tod, bei dem keine weiteren Ermittlungen eingeleitet werden. Und das, obwohl ein fremder Mann zum Zeitpunkt von Laurens Tod mit ihr in der Wohnung war. Doch Laurens Familie solle sich keine Sorgen machen, denn der Mann sei ein wirklich netter Kerl. Lakeem sagt dazu in einem Interview: Als ich den Beamten nach dem Mann fragte, sagte er, er sei ein sehr netter Kerl und sie würden ihn nicht befragen. Es war fast so, als würde er sich für ihn einsetzen. Es war sehr seltsam, sowas von einem Detective zu hören. Sie flehen Kevin Cronin an, zu Laurens Wohnung zu kommen, um ihm zu erklären, was passiert sein soll. Er willigt ein. Doch die Familie wartet vergebens. Nachdem 1 Stunde vergangen ist, rufen sie erneut an. Und die Reaktion von Kevin Cronin schockiert sie. Er sagt Laurens Bruder am Telefon, sie sollen aufhören, ihn zu nerven und anzurufen. Und legt einfach auf. Es ist ein Umgang mit dem Tod von Lauren, den ihre Familie nicht begreifen kann. Ihre Mutter sagt dazu: Diese Art, wie sie mit mir gesprochen haben, wie sie mit der Familie gesprochen haben, wie sie meine Tochter behandelt haben. Sie haben sie behandelt, als wäre sie niemand, als wäre sie nicht wichtig. Dieses Gefühl wird die Familie auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nicht los. Sie werden von der Bridgeport Police abgewimmelt und von der Polizeiwache weggeschickt. Keiner steht ihnen Rede und Antwort. Niemand spricht ihnen ihr Mitgefühl aus. Und vor allem niemand sagt ihnen, was überhaupt los ist. Was hat sich bei Lauren's Date abgespielt? Warum war ein unbekannter Mann, der während des Todes anwesend war, nicht einmal als Verdächtiger untersucht? Und weshalb ist Lauren Smith Fields überhaupt gestorben? Während dieser Zeit geht Laurens Familie eigenständig in ihre Wohnung. Sie sehen, dass nichts im Apartment untersucht wurde.
Später heißt es, dass die Polizei Bargeld, ihr Handy, ihre Kreditkarte und ihren Pass sichergestellt hat. Doch es gibt viel mehr Sachen, die der Familie auffallen, die die Polizei scheinbar nicht interessiert, da sie die Wohnung nicht als einen möglichen Tatort untersucht haben. Im Wohnzimmer stehen benutzte Gläser und Geschirr. Nichts ist auf DNA oder Fingerabdrücke untersucht. Auch die Flüssigkeit, die sich in den Gläsern befand, wurde bis heute nicht untersucht. Niemand weiß, worum es sich dabei handelt und ob sich mögliche Substanzen darin befanden. Außerdem findet die Familie das blutige Laken in Laurens Bett, ein benutztes Kondom, Gleitgel und eine unbekannte Pille in ihrem Badmüll. Was hat sich bei dem Date in Laurens Wohnung ereignet? Es dauert mehr als 2 Wochen, bis die Polizei mit der Familie redet. Und das auch nur, weil sie die Bridgeport Police nach den Funden in ihrem Apartment anflehen, Ermittlungen einzuleiten. Als Chantelle, Laurens Vater Everett, ihre Brüder und der Anwalt der Familie, Darnell Crossland, das Polizeirevier betreten, merken sie, dass sie und ihre Fragen nicht willkommen sind. Statt endlich Antworten zu erhalten, wird Laurens Familie als verdächtig behandelt. Statt zu einem normalen Gespräch werden sie in einen Verhörraum geführt, wo ihnen mitgeteilt wird, dass sie DNA-Proben der Familie nehmen wollen. Wenn sie sich weigern, würden die Ermittlungen nicht weitergeführt werden. Die DNA-Probe solle dafür dienen, um Laurens Familie als Tatverdächtiger auszuschließen. Gleichzeitig musste ihr Date, der während Laurens Tod anwesend war, bis heute keine DNA-Probe abgeben. Außerdem sagt ihnen die Bridgeport Police, dass Detective Cronin vom Fall abgezogen und ein neuer Detective in den Fall einbezogen wurde. Doch dieser scheint genauso desinteressiert zu sein, endlich Untersuchungen einzuleiten wie sein Vorgänger. Er unterstellt der Familie während des Gesprächs im Verhörraum zu lügen. Und Lakeem erinnert sich, es war beängstigend. Er schrie unseren Anwalt an, sagte ihm, er solle die Klappe halten und griff sich währenddessen an seine Waffe. Was sich in den Stunden vor Laurens Tod in ihrer Wohnung abgespielt haben soll, erfährt ihre Familie nur aus dem Einsatzbericht der Polizei, der lediglich auf den Aussagen von Laurens Date fußt. Die einzige Person, die die letzten Stunden von Lauren mit ihr verbracht hat und die einzige Person, die Aussagen über den Abend treffen kann, ohne dass ihm jemand widersprechen kann. Das Date. Es ist der 11. Dezember 2021, ein Samstag. Und Laurens teilt sich an diesem Abend, denn sie hat ein Date. 3 Tage vorher hat sie den 37-jährigen Matthew auf der Dating-App Bumble kennengelernt. Eine Dating-App, bei der nur Frauen die Männer anschreiben können. Seit 3 Tagen schreiben sie und der deutlich ältere Mann miteinander, als Lauren ihn für Samstagabend zu sich nach Hause einlädt. Laut Matthew habe Lauren ihn gebeten, Tequila mitzubringen und dass er ihr $40 überweist, damit sie sich ihre Nägel machen kann. Es ist nur eine von vielen Aussagen, die Laurens Familie revidieren kann. Lauren würde niemals einen Fremden nach Geld fragen. Außerdem hat sie erst Anfang der Woche ihre Nägel machen lassen. In Laurens Wohnung essen die beiden zu Abend, spielen Gesellschaftsspiele und trinken Tequila. So viel, bis es Lauren schlecht geht und sie sich übergeben muss. Doch auch danach hätten die beiden nicht aufgehört, sondern weiter Mixgetränke zu sich genommen. Laut Matthew sei Lauren während des Abends viel am Handy gewesen und habe Nachrichten geschrieben. Im Laufe des Abends geht Lauren vor die Haustür, um etwas von jemandem abzuholen und, laut des Berichtes ihres Dates, sei sie danach für 10 bis 15 Minuten im Bad verschwunden. Auch diese Aussage steht im Widerspruch zu dem, was Laurens Bruder über diesen Abend sagt. Lakeems letzte Nachricht an Lauren ist vom 4. Dezember 2021. Am Abend des 11. Dezember hat er sie nur kurz angerufen, um seine Wäsche, die Lauren für ihn gewaschen hat, abzuholen. Geschrieben haben sie nicht. Lauren steht für 10 bis 15 Minuten mit ihm vor der Tür und nicht im Bad, wie Matthew aussagt. Lakeem weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass seine jüngere Schwester ein Bumble-Date hat. Sie wirkt nicht, als würden sie ihn schnell loswerden wollen oder es eilig haben, zurück in die Wohnung zu gehen. Doch vor allem eins fällt ihm auf. Sie sah normal aus. Sie sah nicht angeschlagen aus. Sie sah nicht müde aus. Sie sah nicht betrunken aus. Ich bin ihr älterer Bruder. Ich erkenne, wenn sie getrunken hat.
Und das, obwohl Matthew aussagt, dass Lauren zu diesem Zeitpunkt sich vom Alkohol bereits übergeben hätte. Nachdem Lauren angeblich im Bad gewesen wäre, sei sie laut Matthew verändert zurückgekommen. Die beiden beginnen dann einen Film zu schauen, doch die 23-Jährige schläft auf der Couch ein. Statt sie dort liegen zu lassen und zu gehen, habe Matthew sie ins Schlafzimmer getragen und sich komplett bekleidet neben sie gelegt. Zu Sex sei es laut Matthew nicht gekommen. Und das, obwohl Laurens Familie später Gleitgel und ein benutztes Kondom in der Wohnung findet. Um 3 Uhr in der Nacht wird er wach, um auf Toilette zu gehen. Lauren habe zu diesem Zeitpunkt geschlafen und geschnarcht. Das nächste Mal soll Matthew um 6.30 Uhr aufgewacht sein. Doch auch zu dieser Aussage gibt es Widersprüche. Laurens Vermieter und einziger Nachbar, mit dem sie im Wohnhaus lebt, sagt, dass jemand um 5.30 Uhr an seine Wohnungstür geklopft hat. Er allerdings nicht geöffnet hat, weil er sich unsicher war, wer um diese Uhrzeit vor seiner Tür stehen soll. Eigentlich haben nur Lauren und er Zugang zum Haus. Wer also hat geklopft und war vielleicht in Laurens Wohnung schon jemand eher wach? Als Matthew um 6.30 Uhr aufsteht, sieht er, dass die 23-Jährige aus ihrem rechten Nasenloch blutet und nicht mehr atmet. Matthew ruft daraufhin die 911. Laut Notrufzentrale soll er panisch gewirkt haben. Auch die Einsatzkräfte vor Ort bestätigen das. Lauren wird in ihrer Wohnung auf dem Rücken liegend auf dem Boden gefunden. Nicht in ihrem Bett, wie es Matthew aussagt. Allerdings hat die Notrufzentrale ihm am Telefon gesagt, dass er eine Herzdruckmassage durchführen soll. Möglicherweise hat er die leblose Lauren dafür auf den Boden gelegt. Die Einsatzkräfte vor Ort können nur noch Laurens Tod feststellen. Die 23-Jährige ist mindestens seit einer Stunde nicht mehr am Leben. Die Ungereimtheiten. Es gibt viele Punkte, die im Tod von Lauren Smith Fields merkwürdig erscheinen und die für ihre Familie bis heute unbegreiflich sind. Warum scheint die Polizei keinerlei Interesse daran zu haben, dass eine gesunde junge Frau plötzlich starb? Warum wirkt es so, dass für die Polizei von Anfang an feststeht, dass Lauren eines natürlichen Todes gestorben ist? Auch wenn ihr Bumble-Date nichts mit ihrem Tod zu tun hat, warum wird er nie als Verdächtiger geführt oder zumindest offiziell befragt? Nicht mal direkt nach Laurens plötzlichem Tod, wo er nur einen kurzen Abriss gibt, was an diesem Abend passiert sein soll. Zu diesem Zeitpunkt ist schließlich völlig unklar, warum die junge Frau überhaupt verstorben ist. Warum scheint die Polizei sich regelrecht für ihn einzusetzen und nicht einmal in Erwägung zu ziehen, seine Aussagen zu überprüfen? Warum hört ihre Familie stattdessen nur von der Polizei, dass er ein echt netter Kerl ist, anstatt sich für den Mann zu interessieren, der als einziger während Laurens Tod bei ihr war? Liegt es daran, was der Anwalt der Familie gegenüber der Presse äußert? Zahlreiche Menschen sind mittlerweile an ihn herangetreten mit einer wichtigen Aussage. Matthew hat private Kontakte innerhalb der Bridgeport Police. Ist das auch der Grund, warum Detective Cronin plötzlich von dem Fall abgezogen wurde und die Polizei sich nicht äußert, was der Grund dafür war? Warum wird Lauens Familie als Verdächtige behandelt? Und wieso müssen sie ihre DNA-Proben abgeben, aber nicht Matthew? Warum zeigt die Bridgeport Police kein Mitgefühl oder Respekt ihrer Familie gegenüber? Warum sind sie genervt, wenn ihre Familie Antworten fordert? Warum müssen sie 16 Tage dafür kämpfen, um überhaupt zu wissen, was sich in der Schicksalsnacht ereignet hat? Warum sträubt sich die Polizei so sehr, Ermittlungen einzuleiten? Und wieso werden mögliche Beweismittel wie ein benutztes Kondom nicht untersucht? Wieso informieren sie nicht einmal Laurens Familie über den plötzlichen Tod? Warum hat niemand der Ermittlerinnen der Familie das Mindestmaß an Empathie gezollt und sie selbst über den Tod von Lauren informiert? Warum mussten sie es mehr als 24 Stunden später von ihrem Vermieter erfahren? All diese Fragen stellen sich Laurens Angehörige täglich. Als nach Wochen endlich der Obduktionsbericht zu Lauren Smith Fields Tod vorliegt, erhoffen sie sich endlich Antworten. Doch diese offenbart nur noch mehr Fragen. Schon bevor die Todesursache von Lauren öffentlich bekannt wird, fällt bereits vielen Menschen, vor allem auf Social Media, wo der Fall große Wellen schlägt, etwas auf. In Matthews Darstellung des Abends wirkt es so, als würde er auf etwas ganz Bestimmtes hindeuten, ohne es zu nennen. Lauren hat während ihres Dates Drogen genommen.
Er sagt, dass sie angeblich Geld von ihm wollte, sie sei rausgegangen, um jemanden zu treffen, der ihr etwas vorbeigebracht habe. Sie soll direkt danach für einige Zeit im Bad verschwunden sein und anschließend verändert gewirkt haben. Das sind auch genau die Punkte, die Laurens Familie widerlegen kann. Lauren hätte nie jemand Fremdes nach Geld gefragt, schon gar nicht, da sie Bargeld zu Hause hatte und gar kein Geld für Maniküre, wie es Matthew gesagt hat, gebraucht hätte, weil sie erst wenige Tage zuvor ihre Nägel machen ließ. Auch Laurens Bruder kann die Aussage von Matthew nicht bestätigen. Niemand Fremdes sei vorbeigekommen, um Lauren etwas zu geben, wonach sie für längere Zeit ins Bad gegangen sei. Es war ihr eigener Bruder, der nur Wäsche geholt und sich draußen mit ihr unterhalten hat, während Lauren keineswegs betrunken gewirkt habe. Als der Obduktionsbericht vorliegt, scheint sich die Drogentheorie allerdings zu bestätigen. Lauren Smith Fields ist an einer Überdosis gestorben. Eine Frau, die bis auf Alkohol keine Drogen konsumiert hat. Eine Frau, die viel Wert auf ihre Fitness, ihre Ernährung und einen gesunden Lebensstil gelegt hat. In Laurens Blut wird ein Drogencocktail aus Alkohol, Fentanyl, Promethazin und Hydroxyzin gefunden. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das für chronische Schmerzen eingesetzt wird. Es wirkt 100-mal stärker als Morphium und kann schon in kleinsten Dosen zum Herzstillstand führen. Seit Jahren gilt Fentanyl als gefährlichste Droge in den USA, die das Land in eine Opioidkrise gestürzt und seit 20 Jahren fest im Griff hat. Oft beginnt es bei Abhängigen mit legalen und verschreibungspflichtigen Schmerzmedikamenten. Denn jahrelang haben Praxen leichtfertig opioidbasierte Schmerzmittel verschrieben. Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Abhängigen stark gestiegen. Oft auch, obwohl Konsumentinnen und Konsumenten gar kein Fentanyl wollen. Das Opioid ist aufgrund seines günstigen Preises mittlerweile ein beliebtes Streckmittel geworden. Wer Kokain kauft, muss inzwischen mit einer tödlichen Dosis Fentanyl rechnen. 2021 hat die Drogenkrise in den USA ein neues Ausmaß erreicht. 107.000 Menschen sind innerhalb des Jahres an einer Überdosis gestorben. 15% mehr als im Vorjahr. Mehr als 71.000 Menschen sind davon allein durch Fentanyl verstorben. Promethazin ist ein Beruhigungsmittel, das auch als Antihistaminikum eingesetzt wird und schlaffördernd wirkt. Hydroxyzin wird gegen Angstzustände und Schlafstörungen verschrieben. Sowohl Hydroxyzin als auch Promethazin gelten in den USA aufgrund der leichten Zugänglichkeit und der einschläfernden Wirkung als Vergewaltigungsdrogen. Doch das Ergebnis der Obduktion veranlasst die Polizei nicht dazu, weitere Ermittlungen einzuleiten, obwohl sie nicht wissen, von wem Lauren die Drogen erhalten hat, warum sie ohne vorherigen Drogenkonsum solch eine gefährliche Kombination eingenommen haben soll und ob diese möglicherweise in den Getränken am Abend verabreicht wurden, die bis heute nicht untersucht wurden. Stattdessen wird Laurens Tod im Obduktionsbericht als versehentliche Überdosis eingestuft. Ein Unfalltod, der keiner weiteren Untersuchung bedarf. Der Anwalt der Familie äußert sich dazu mit folgenden Worten. Die Ergebnisse des Gerichtsmediziner haben die Familie mit mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Gerichtsmediziner einen Drogenmix als Unfall abschloss, ohne zu wissen, wer der Person die Drogen verkauft hat oder wie sie eingenommen wurden. Am 23. Januar 2022 versammeln sich hunderte Menschen auf den Straßen von Bridgeport. Sie haben Luftballons sowie Schilder und Banner mit Laurens Foto drauf. Sie wollen Gerechtigkeit. Es wäre Laurens 24. Geburtstag gewesen. Doch in diesem Jahr können ihre Familie und ihr Freundeskreis nicht ausgelassen mit ihr feiern. Stattdessen fordern sie endlich Antworten auf ihre Fragen und eine Entschuldigung der Bridgeport Police. Why would you and your family want different in your daughter's death investigation? Moving forward, I want them to give us answers and don't discard us like we're rubbish. And moving forward, I want Detective Cronin to be fired. I mean, this whole police force from the top to the bottom needs to be revamped. Während ihres Trauermarschs erhalten Laurens Angehörige Unterstützung von der Familie von Brenda Lee Rawls, einer Frau, die am selben Tag in derselben Stadt wie Lauren gestorben ist und deren Familie dasselbe Schicksal durchmachen muss.
Brenda. Es ist der 11. Dezember 2021 und die 53-jährige Brenda Lee Royals telefoniert wie jeden Tag mit ihren Schwestern Angela und Dorothy. Brenda ist ein Familienmensch. Sie wird als humorvoll, fröhlich und liebevoll beschrieben. Und es vergeht kein Tag, an dem sie keinen Kontakt mit ihrer Familie hat. Die 53-Jährige arbeitet als Kundenbetreuerin. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in ihrer Kirche und ist freiwillige Helferin in einer Obdachlosenunterkunft. Am Abend des 11. Dezember erzählt sie ihren Schwestern, was sie am nächsten Tag vorhat. Brenda will einen Bekannten besuchen, der nur wenige Straßen entfernt von ihr wohnt. Als sie sich am Telefon verabschieden, wissen Angela und Dorothy nicht, dass es ein Abschied für immer sein wird. Am nächsten Tag ist Brenda nicht zu erreichen. Weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert sie, was ungewöhnlich für die 53-Jährige ist. Am 13. Dezember machen sich ihre Schwestern mittlerweile große Sorgen. Immer noch können sie Brenda nicht erreichen. Sie fahren zu ihrem Haus, doch auch dort öffnet ihr niemand. Aus Angst, dass Brenda vielleicht einen Unfall hatte, beginnen sie die Krankenhäuser und Polizeistationen abzutelefonieren. Doch niemandem ist Brenda Lee Rawls bekannt. Am 14. Dezember können Angela und Dorothy endlich den Bekannten ausmachen, den Brenda am 12. Dezember besuchen wollte. Doch als er den verzweifelten Schwestern die Tür öffnet, können sie nicht glauben, was er ihnen zu sagen hat. Brenda ist seit 2 Tagen tot. Gestorben in seinem eigenen Haus. Niemand hat die Familie informiert. Sie sind alleingelassen worden mit dem Schock über den plötzlichen Tod von Brenda. Und das, obwohl sie schon zuvor Polizei und Krankenhäuser abtelefoniert haben. Dorothy sagt dazu in einem Interview: Sie behandelten meine Schwester wie eine Jane Doe, als hätten sie sie ohne Ausweis am Straßenrand gefunden. Es ist fast so, als wüssten sie nichts von ihrem Tod oder es wäre ihnen einfach egal. Das hat uns wütend gemacht. Sie ist in Bridgeport, Connecticut aufgewachsen und geboren, hat ihre Steuern bezahlt, gewählt und sie haben sie behandelt, als wäre sie nichts. Der Bekannte von Brenda, der als einziger vom Tod der 53-Jährigen weiß, gibt ihrer verzweifelten Familie eine Telefonnummer des Detectives, der mit ihrem Fall vertraut sei. Die Nummer stellt sich als falsch heraus. Ihre Familie muss eigene Recherche anstellen, um überhaupt endlich an Informationen zu kommen. Als sie die Nummer des Ermittlers herausgefunden haben, versuchen sie mehrfach, diesen zu erreichen. Er geht nicht ans Telefon, ruft nicht zurück und niemand im Polizeirevier fühlt sich verantwortlich, mit Brendas Familie zu sprechen. Erst als sie die Gerichtsmedizin von Bridgeport kontaktieren, wird ihnen bestätigt, dass Brenda Lee Royals wirklich tot ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits die Obduktion der Leiche durchgeführt. Brenda starb an einem Herzstillstand. Mutmaßlich ausgelöst durch ihren Diabetes. Ein natürlicher Tod. Doch Brendas Familie hat Zweifel. Es wurde keine toxikologische Untersuchung durchgeführt. Daher wissen sie nicht, ob Brenda Drogen oder Medikamente im Blut hatte. Außerdem wurde weder Brendas Wohnung noch die des Bekannten untersucht, bei dem sie starb. Und auch er gilt nicht als Verdächtiger im plötzlichen Tod von Brenda. Fehlende Aufmerksamkeit. Besonders hart ist für Laurens Familie, dass scheinbar nicht nur die Polizei wenig Interesse im rätselhaften Tod der 23-Jährigen hat, sondern auch die Medien. Bis Ende Januar 2022 thematisiert nicht mal die örtliche Presse den Tod von Lauren und den Kampf ihrer Familie und der Familie von Brenda um Gerechtigkeit und Aufklärung. Es ist nicht das erste Mal, dass der Tod einer schwarzen Frau weniger Aufmerksamkeit und öffentliches Interesse als vergleichbare Fälle von weißen Frauen hervorruft. Dieses Phänomen hat mittlerweile einen Namen und ist ein viel diskutiertes Thema in der Mediensoziologie. Missing White Woman Syndrome. Während Laurens Familie, Geschwister und Freundinnen jede Möglichkeit nutzen müssen, um auf den rätselhaften Fall aufmerksam zu machen, hat nur wenige Wochen vor Laurens Tod monatelang das Verschwinden und der Tod von Gabby Petito die US-amerikanischen und weltweiten Medien bestimmt. Auch in Deutschland ist das Phänomen nicht unbekannt. Als Beispiel wird hierzulande vor allem das Verschwinden von Rebecca Roche und der Umgang der Medien angeführt, die viel stärker über das Verschwinden berichtet haben als über andere vergleichbare Fälle.
Als Grund dafür wird die Veröffentlichung eines stark retuschierten und idealisierten Fotos der vermissten Jugendlichen gesehen, das nicht wirklichkeitsnah ist, das allerdings dazu geführt hat, dass der Fall innerhalb kürzester Zeit tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Nur einen Tag nach Laurens eigentlichen 24. Geburtstag und ihrem Trauermarsch durch Bridgeport erhält ihre verzweifelte Familie endlich die Aufmerksamkeit für den Fall, für die sie gekämpft haben. Die Rapperin Cardi B, eine von Laurens Lieblingskünstlerin, twittert über Laurens Tod. Über Nacht erhält der Fall plötzlich die Aufmerksamkeit, die sich ihre Hinterbliebenen erhofft haben. Plötzlich stehen sie nicht mehr alleine da und haben weltweit Unterstützung. Weitere Prominente, darunter Hailey Bieber, posten über Laurens Tod. Und auf TikTok fordern die Unterstützenden auf, die Bridgeport Police zu kontaktieren, um Aufklärung zu fordern. Auch Laurens Freundeskreis nutzt Social Media, um den Fall weltweit bekannt zu machen. Sie stellen Clips von Laurens zusammen, wie sie lacht, tanzt und Spaß hat. Millionenfach werden diese geklickt und verstärken den öffentlichen Druck und die Aufmerksamkeit von anderen Menschen, die plötzlich über den Tod der 23-Jährigen berichten. Mittlerweile haben die Videos mit dem Hashtag Lauren Smith Fields und Justice for Lauren Smith Fields auf TikTok zusammen fast 80 Millionen Views. Einen Tag nach dem Tweet von Cardi B äußert sich erstmals der Bürgermeister von Bridgeport in Bezug auf Lauren Smith Fields gegenüber der Öffentlichkeit. Er spricht ihrer Familie und der von Brenda Lee Royals sein Mitgefühl aus und bezeichnet die Polizeiarbeit in beiden Fällen als inakzeptables Versagen der Polizei. Nur einen Tag nach diesem Statement erhalten die Familien von Lauren und Brenda endlich die Nachricht, auf die sie so lange gewartet haben. Die Bridgeport Police leitet in beiden Fällen unabhängige strafrechtliche Ermittlungen ein. Sowohl intern als auch in den beiden Todesfällen. Ihre Angehörigen hoffen seitdem, dass sie endlich Antworten auf ihre vielen Fragen erhalten. Doch Daniel Crossland, der Anwalt von Laurens Familie, hofft auch, dass das Fehlverhalten der Polizei lückenlos aufgeklärt wird und mögliche Verbindungen zwischen Matthew und der Bridgeport-Polizei aufgeklärt werden. So verlangt er unter anderem, dass die Handyaufzeichnungen von Detective Cronin, der als erster Beamter in Laurens Fall involviert war und plötzlich davon abgezogen wurde, untersucht werden, um zu sehen, mit wem er am Morgen von Laurens Tod in Kontakt stand. Im April 2022 wird ein neues Gesetz in Connecticut verabschiedet. Die Familien von Verstorbenen müssen innerhalb 24 Stunden von der Polizei informiert werden. Auch Laurens Eltern und Geschwister sind während der Bekanntgabe vor Ort. Als einstimmig dafür gestimmt wird, liegen sie sich weinend in den Armen. "Es wird uns helfen, nachts besser zu schlafen", sagt Shanna Fields gegenüber der Presse. Es ist ihr erster Schritt im Kampf um die Gerechtigkeit für Lauren. Bis heute gibt es keine Ergebnisse der polizeilichen Untersuchung. Doch Laurens Angehörige haben angekündigt, dass sie nicht locker lassen werden, bis der Tod der jungen Frau, die vielen Ungereimtheiten in den Aussagen ihres Dates und der Umgang der Polizei mit dem Fall und der Familie nicht lückenlos aufgeklärt sind.